Kinnas, ist wieder soweit. Ja, was war los? Ja, Rechtsruck in Germany, Landtagswahlen und natürlich der furchtbare, barbarische Angriff der Hamas auf unschuldige Zivilisten. Widerwärtig. Und der Lovebeast betont, dass er jegliches Unrecht, egal von welcher Seite, absolut verurteilt. Er missbilligt es, wenn Zivilisten verletzt oder gar getötet werden. Und er verachtet Menschen, die auf deutschen Straßen barbarische Taten feiern, die sollte man sofort ausfliegen in ihre Heimat, um sie natürlich hierzulande vor antimuslimischen Rassismus zu schützen. Aber wir starten jetzt erstmal. Die Migrationseinschläge kommen immer näher. Die Leute, die zu uns kämen, alle eine Berufsausbildung hätten, dass ich die morgen am Tag auf dem deutschen Arbeitsplatz setze, würden ja viele in die Hände klatschen. Das spielt doch gar keine Rolle. Man sollte generell in die Hände klatschen. Und viele dieser Menschen haben ein Bildungsniveau, das ist Grundschulniveau und so weiter. Ja, man kann doch nicht ein menschliches Schicksal anhand des Bildungsniveaus bewerten. Die kann man nicht von heute auf morgen auf einen regulären deutschen Arbeitsplatz setzen. Die kann man zu Hilfsarbeiten einsetzen, ja, und so weiter. Das ist ja ein Rechtsradikal. Das muss man doch als Chance sehen. Okay, das stimmt. Ja, natürlich, die werfen ja alles weg, was sie irgendwie identifizieren könnte. Das ist ja unfassbar. Das muss doch irgendeine AfD-Omi sein. Und damit geht dann die große Sucherei los. Wo gehört der eigentlich hin? Aus welchem Land stammt er? Ich möchte wissen, wo er kommt. Was ist sein Schicksal? Braucht er Hilfe? Wie können wir ihn am besten hier integrieren? Das sind alles einzelne Menschen. Und diese einzelnen Menschen haben es verdient, dass wir jeden von ihnen individuell anschauen und fragen, wo kommst du her? Was hast du erlebt? Was brauchst du für Hilfe? Was brauchst du für Unterstützung? Müssen dann mühsam herausfinden, wo er oder sie dann herkommt. Das können doch nur Idioten fragen, für meine Begriffe. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Wie machen Sie das, wenn ich sehe ich fragen darf? Ich finde, dass Ihre Fragen ziemlich sinnlos sind. Riesenproblem. Der müsste sich seine Papiere besorgen. Dann kriegt er von uns Aufforderungen. Arbeit für das Asylamt ohne Ende. Meistens interessiert es denjenigen überhaupt nicht. Ja, aber vielleicht ist der arme Kerl doch traumatisiert. Er reagiert oder er reagiert nicht. Ja, aber das ist doch sein gutes Recht. Teilt uns Termine in der Botschaft mit, die überhaupt nicht stattgefunden haben und Ähnliches. Und er hat keinen Pass bekommen. Und also es gibt ja hunderttausende Ausreden, die dann gebraucht werden. Das sind doch rechtsradikale Unterstellungen. Er genügt seiner Mitwirkungspflicht schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, das wäre für mich schon der erste Grund, dann müssen Leistungen gekürzt werden. Das kann doch nicht sein. Das wollte ich Sie jetzt gerade fragen. Ich habe Sie vorhin zitiert und gesagt, unter 500 Euro geht da nichts. Ja. Da ging es um Corona-Ausgangssperren. Mensch, Schwanz, Corona-Ausgangssperren ist sowas ganz anderes. Was für ein dämlicher Einwand. Dieser Pragmatismus, diese Konsequenz, gibt's die dann? Oh, also, tust du nur so dämlich oder bist du es wirklich? Die gibt's leider Gottes nicht, weil die ist in dem Fall der Landrat nicht so entscheiden kann. Und da Sie doch an sich doch auch nur angestellt sind von Ihrer verfluchten Firma da, haben Sie überhaupt kein Recht, mir in den Mund zu fahren. Haben Sie es verstanden oder nicht? Es gibt diese Mitwirkungspflicht, gibt's rein rechtlich, natürlich. Wenn der Mitwirkungspflicht nicht genügt, sind unsere Hände und Füße sehr, sehr kurz. Sind unsere Hände und Füße sehr, sehr kurz? Was würden Sie denn machen? Das kann doch überhaupt nur jemand fragen, der entweder vollkommen ahnungslos ist oder jemand, der also bösartig ist. Ja, ich würde schlicht und ergreifend die Bargeldzahlungen komplett einstellen. Das ist doch eine Rechtsextremistin. Abholen diese Dissidenten! Gar schlicht kein und Geld ergreifend. Mehr. Nein, der bekommt Unterkunft, der bekommt Verpflegung und das war's. Nein, die brauchen ein Einfamilienhaus, ein AMG-Jaswagen und ein paar Chickas. Solange bis es eine Mitwirkungspflicht genügt. Wir können uns doch nicht auf der Nase rumtanzen lassen von Menschen, die unser Recht auf Asyl ausnutzen. Kein Millimeter diesem rechtsradikalen Mob. Ja, ich bin ganz bei Ihnen. Der Wendehalsschwanz. Ja, du bist so richtig bei ihr. Das Recht auf Asyl nicht da. Sie sind in der SPD, ne? Ja, schon. Das ist wirklich sehr komisch. Ja, und wir steigen auch schon gleich in den Israel-Palästina-Konflikt ein. Du bist zu schlau für die meisten Leute. Nicht bestätigtes Zitat. Ich habe höchst sehr pöhnlich den Lafis angegeigt, weil neben dem Ukraine-Krieg meine größte Sorge ist. Was sagst du denn zu dem Urteil? Wie gesagt, ich habe das zur Kenntnis genommen. Ja, und was bedeutet das jetzt für dich, nigerianische Scheißhaus-Expertin?
weil das Schwert, was nach dem härtesten klingt, nicht immer das cleverste sein muss. Ach so, und hier die Linksextremistin. Ich habe den Love Priest angezeigt, weil ich ihn für gefährlicher als Prinz Rolli Reuss halte. Also vielleicht. Aber du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass das Urteil bestehen bleibt, oder? Nein. Sie schlachten uns ab, israelische Zivilisten flehen um Hilfe und die Tagesschau? Kämpfer dringen nach Israel ein, also keine Terroristen. Israel kündigt massive Vergeltung an. Oh, soll Berlin oder Köln bombardiert werden? Scheiß Jude! Scheiß Jude! Scheiß Jude! Oder wollen sie ihn holen? Ich liebe es, sowas zu sehen. Hier, Arafat Abu Chaki bejubelt Angriffe auf Israelis. Abu Chaki feiert via Instagram einen Angriff auf Israel. Zugleich werden zur Feier der Palästinenserattacken in Berlin-Neukölln Süßigkeiten verteilt. Schau mal an. Ach hier, da sehen wir ja die ganzen Racker und hier feiern den Terror. Und Terroranhänger bejubeln die Morde in Israel. Mitten in Berlin-Neukölln. Bastarden, Alter! Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts erklärte Premier Netanyahu, die Armee werde alle Verstecke der Hamas im Gazastreifen in Trümmer legen. Ja, nicht nur im Gazastreifen, auch in Neukölln. Ja, wenn man mich fragen würde, wäre ich auch ein vorgeschobener Artilleriebeobachter. Natürlich nein, Satire. Aber Palästinenser schmeißen Pflastersteine auf Porzellei. Ihr Nuttenkinder! Live aus Berlin! Pure Hass, purer Antisemitismus. Wie lange wollen wir diese Bastarden dulden und finanzieren? Ist ein ewig gestriger! Die feiern doch nur. Hier die Linksextremistin. Grausame Bilder und Nachrichten erreichen uns heute aus Israel. Wir verurteilen den Terror der Hamas. Aber ihr finanziert ihn doch fürstlich. Was sagst du zu den ganzen Opfern? Ghost again. Ah, und auch unser verbales Außenmassaker. Hamas eskaliert die Gewalt. Ich verurteile die terroristischen Angriffe aus Gaza gegen Israel auf Schärfste. Genau. Talisman. Und Senilos. Erschreckende Nachrichten erreichen uns heute. Deutschland verurteilt diese Angriffe der Hamas. Kann sich ja schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber nochmal, die bunte Regierung unterstützt Palästinenser mit 43 Millionen Euro. Ihr Hurensöhne! Nein, in Berlin ist der Schutz durch die Porzellan unmittelbar erhöht worden. Dafür bin ich sehr dankbar. Wovor müssen die geschützt werden? Vor den Meyers, Schulzes und Bonhoeffers? Wir verstärken den Schutz von jüdischen und israelischen Einrichtungen. Der Schutz von Jüdinnen und Juden und Transjuden. In Deutschland hat für uns allerhöchste Priorität. Deshalb importieren wir auch ganz, ganz viele junge, moderne Menschen, die das vielleicht anders sehen. Wir böse Zungen munkeln. Hey, Linksextremistin, sind diese Tweets eigentlich dein Ernst? Nein. Cem Özdemir, bei Jubelszenen auch in Deutschland angesichts des barbarischen Terrors wird einem Spar übel. Hier haben wir versagt, da gibt es kein Vertun. Ja, natürlich, auf einmal. Und dröhnende Schweigen der muslimischen Verbände in Deutschland zum Terror gegen Israel. Nein! Ihr Heuchler! Und was fällt der Zeissen Blödes Owens dazu ein? Dass AfDler und Rechte ihrem antimuslimischen Rassismus freilaufen lassen, wundert niemand. Ist aber krass, wie eure linke demokratische Stimme antimuslimische Ressentiments schürt und das Spiel der Rechten mitspielen. Dass ich dumm und unqualifiziert bin und nichts kann, das haftet ein bisschen an mir. Hey, Sprechpuppe, du bist ganz schön leise bei diesem ganzen Terror. Warum bist du jetzt nicht laut, hä? Antworte! Der nächste Komiker, Breitmaulfrosch. Wer den Hammersterror feiert, gehört nicht zu uns. Ist kein Teil von Deutschland und möchte es auch nicht sein. Natürlich. Kollegen von uns, ein Kamerateam von Welt, sind am Nachmittag in Berlin-Neukölln von einer Gruppe arabischstämmiger Männer und einer Frau bedroht worden. Ach, Papalapap, die wollten nur mit euch feiern. Unser Team hatte zuvor Reaktionen zum Angriff auf Israel eingesammelt. Die Täter haben das Team umringt und gezwungen, die Aufnahmen zu löschen. Nein, die wollten doch bestimmt nur mit denen tanzen. Ein Verdi-Gewerkschafter war zufällig Zeuge und hat dann die Polizei gerufen. Ist ja ein Rechtsradikaler. Europa ist mehr als nur ein Wirtschaftsraum. Genau, die EU zahlt ja Palästinensern dumm und dämlich. Die europäische ist auch eine soziale Union. Eine asoziale Union. Seit 93 hier 8.454 Millionen an die Palästinenser, also knapp 8,5 Milliarden Euro europäische Steuermittel.
Thilo Jüngchen, Terror kann so lecker sein. All right, guys, this is about to be the episode with our friend from Hamas. He's a leader. And, you piece of shit! Seit Beginn des Großangriffs gestern Morgen sind auf beiden Seiten hunderte Menschen getötet und tausende verletzt worden. Und sie mögen in Frieden ruhen oder schnell genesen. Auch in der Nacht gab es wieder Raketenangriffe. In Berlin-Neukölln? Angriffe aus dem Libanon. Oh Gott, Zwei-Fronten-Krieg! Die Hisbollah-Miliz hat israelische Stellungen an der Grenze zum Nachbarland mit Lenkraketen und Granaten beschossen. Hat die bunte Regierung das auch mitfinanziert? Aber hier zumindest das in Solidarität mit Israel. Senilos. Und im Jahr 2022 hier 527 Millionen Euro also nach Afghanistan auch geschickt. Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Das rot-grüne Massaker, da kommen wir gleich zu. In Bayern hat Ministerpräsident Söder von der CSU gute Chancen, die Regierung mit den Freien Wählern fortzusetzen. Ich werde in München mal auf den Tisch hauen. In Hessen liegt Amtsinhaber Rhein von der CDU laut Umfragen vorn. Vollidiot. Dort wird ein enges Rennen um Platz 2 zwischen SPD, Grünen und AfD erwartet. Von 8 bis 18 Uhr ist die Stimmabgabe möglich. Ja, ist ja egal, wenn es knapp wird, entscheiden immer die Briefwähler. Ne? Es ist eine bittere Wahrheit für alle, die sich für Flüchtlinge stark machen. Aber es hilft nichts. So viele Menschen wie zurzeit kann Hamburg nicht länger unterbringen und vor allem nicht langfristig integrieren. Ist ja ein Rechtsradikaler, abholen diesen Dissidenten. Oh, fest mal nach vollen Flüchtlingsunterkunft in Unna. Damn. Ermittler sprechen von Brandstiftung. Zwei Verdächtige im Alter von 30 und 39 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um zwei Bewohner in der Unterkunft. Nein, das gibt's hier nicht. Und vor kurzem erst Massenschlägereien in Unterkunft in Unna. Zweimal kurz hintereinander Massenschlägereien. Da hat wohl der Schokopudding nicht geschmeckt. Sunaks Innenministerin Braverman will das Recht auf Asyl grundsätzlich einschränken und dazu sogar aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten. Ja, das ist ja eine Rassistin. In Washington erklärte sie diese Woche gar, Migration sei eine existenzielle Bedrohung für Großbritannien. Eine ewig gestrige! Multikulturalismus verlangt von den Migranten keinerlei Integration. Das Konzept hat versagt, weil Menschen in unsere Gesellschaft kommen und parallele Leben führen. Nein, wir müssen das als Chance betrachten, so wie dieses auch. Immer mehr Flüchtlinge bewaffnet und aggressiv. Ja, vielleicht müssen sie sich auf der Überfahrt ja auch vor rechtsradikalen Attacken verteidigen. Oh, Flüchtlingsverbände, Bezahlkarten für Asylbewerber sind diskriminiert. Es sei denn, ist hier so eine Mastercard Gold, ne? Ihr Schlingel. Und diejenigen, die ihr Leben auf dem Meer riskieren, sind keine Invasoren. Sie suchen Aufnahme. Sucht die Päpstin Franziska auch welche für Aufnahme? Gott, ich meine jetzt in ihren Dom. Komm her, das darf doch nicht wahr sein. Wie viele Menschen kommen übrigens nach Germany? Also gar nicht so viele. 220.000, ein paar zerquetschte Antrag auf Asyl, die meisten aus Syrien und Afghanistan. Ein feines Gentleman. Und SPD in einer Stiftung. Wer Ausländer sagt, ist tendenziell rechts. Absolut korrekt ist neu hinzukommende. Nein, nicht ganz. Sternchen in. Dann wäre es ganz perfekt. Oh, Katrin Hermann-Göbel-Eckardt. Ober AfD zu kontern. Nicht irgendwie, weil es ihre Meinung ist. Wir müssen Ordnung schaffen, sagt Göring-Eckardt. Nun zur Migrationspolitik. Was darf Satire? Plädiert für mehr Grenzschutz, Kontingente und Rückführung. Könnten die Unordnung, die durch illegale Migration stehen, korrigieren? Das war ein Befehl! Der rechtsradikale Landkreistag war seit Monaten vor Überlastung. Er plädiert unter anderem dafür, von Geld auf Sachleistung für Asylbewerber umzustellen. Aber mit einer entschiedenen Gegnerin in Katharina Barley, SPD. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl warnte vor einem solchen Umstieg. Yes! Was? Barley verteidigt die Leistung für Asylis in Deutschland, denn das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass in Deutschland kein Mensch unter dem Existenzminimum leben muss. Auch Asylis nicht. Meine Reden. Und komm her. Bedrohte AfD-Chefin Weidel urlaubt auf Mallorca. Und zwar, das ist aus Sri Lanka, ihre herstammende Lebensgefährtin Sarah Bossart. Und möglicherweise treffen diese Aufnahmen aus Mallorca wirklich zu. Und ist dies etwa Sarah Bossart? Warum läufst du weg? Warum rennst du denn weg? Du schüttest hier diesen allerbilligsten Sangria in die... Verpiss dich! Dass das ein Armutszeugnis ist, so etwas auszusprechen. Oh, jetzt von Sarah Bossart, weißt du auch nicht. Aber Tino Chrupalla, intramuskuläre Injektion, aber kein Hinweis auf Vergiftung.
Ja, aber das muss man dem Cem hier lassen. Ne? Gut, dass Tino Chrupalla mittlerweile das Krankenhaus verlassen konnte. Weiterhin gute Besserung. Häme verbietet sich. Absolut. Oh, traurig und enttäuscht und beängstigend, dass die AfD rund 50% kriegen soll. Die Welt da, ne? Tolle Propaganda. Und Auto von AfD-Politiker geht in Flammen auf. Das ist doch nur Wahlkampf. Brandstiftung, also ehrlich. Kann aber passieren. Oh, hat da das Rammelläufchen schon reagiert? Warum nur? Warum fällt mir das heute ein? Also heute Morgen so, ne? Die AfD-Opferrolle. Aber mangelnder Respekt gegenüber Bürgern. Union verklagt hier die Linksextremistin. Oh, die Umfragen sehen miserabel aus. Skandale flossen ihren Weg. Es läuft also alles andere als rund bei der... Komm her. Interne Mails belasten Faeser schwer. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Die es Nancy Dorf erlaubt, Herrn Schöbo zu versetzen. Aber trotzdem hier, heute SPD will. Faeser muss weg. Apropos Fehler, Sie sind ja auch Spitzenkandidatin in Hessen. Weißt du, wo deine Wahlnachrichten liegt? Ja, ich glaube im Mülleimer. Am 8. Oktober sind Landtagswahlen gleich zwei Bundesländern hier in Deutschland. Wenn du also in Bayern oder bei uns in Hessen wohnst, dann wird bei dir am Sonntag gewählt. Auch für die ganz Blöden, ne? Ach nee. Aber komm her, wie ist der ganze Rotz überhaupt ausgegangen? Ja, wie ein Paukenschlag, obwohl, geht noch was, ne? Murmel ewig gestrige. Vorläufiges amtliches Ergebnis der Landtagswahl in Bayern. Sind wir mal gespannt. Die CSU verliert leicht und erreicht 37%. Die Grünen kommen auf 14,4. Die Freien Wähler verbessern sich auf 15,8%. Ja, die hätten auch gleich AfD wählen können. Die AfD gewinnt ebenfalls und liegt bei 14,6. Yes! Die SPD bei 8,4%. Die FDP erzielt 3% und ist nicht mehr im Landtag. Die politische Leiche. Boah, ist das peinlich. In Hessen gewinnt ebenfalls der Amtsinhaber. Es muss ja Pläne geben, nicht? Die CDU von Ministerpräsident Rhein erreicht nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis 34,6%. Vollidioten. Die Grünen kommen auf 14,8. Das ist eine Bande von Idioten. Ich will doch nicht die grüne Scheiße. Die grüne Scheiße. Die SPD erzielt mit 15,1% ein historisch schlechtes Ergebnis. Die AfD legt auf 18,4 zu. Die FDP schafft den Einzug in den Landtag mit 5%. Ja, chillt mal, wahrscheinlich das letzte Mal. Kämpfe nach Hamas-Angriff auf Israel gehen weiter. Ihr Hurensöhner! Oh, Statement nach tagelangem Schweigen. Zentralrat der Muslime relativiert Hamas. Terror? Der Zentralrat der Muslime kann es nicht lassen. Also er fordert ausgerechnet die Angegriffenen auf, die Waffen niederzulegen. Bastarden, Alter! Apropos Abdul, scheiß Israel, Trump ist ein Hund. Sollte ich hier auf der Straße einen Israeli oder einen Amerikaner treffen, wäre er tot. Ich schwöre auf meinen Gott. Ihr kleine Hurensöhne. Wann ich sehen, Israel oder Amerikaner ist tot. Ihr Nuttenkinder. Viele Tote nach Hamas-Angriff auf Musikfestival in Südisrael. Unschuldige Menschen, die einfach nur feiern wollten und tanzen wollten. Sie mögen in Frieden ruhen. Tausende Menschen hatten am Samstag die Veranstaltung in der Nähe des Gazastreifens besucht. Rettungskräfte bargen auf dem Gelände nach eigenen Angaben 260 Leichen. Es ist unfassbar und SPD und Grüne wollen weiter Geld an Palästinenser zahlen. Ihr Hurensöhner! Denn Außenpolitiker von SPD und Grünen stellen sich gegen einen möglichen Stopp deutscher Zahlungen an die Palästinenser. Ein Ende der finanziellen Unterstützung würde deren Terror stärken. Oh, ihr Hurensöhne! Außerdem wurden viele Besucher offenbar von den Angreifern in den Gazastreifen verschleppt. Wenn man eine aufrichtige Meinung zu diesen furchtbaren Ereignissen erfahren möchte, der abonniert bitte sofort meinen Telegram-Kanal. Schaut dort rein, dort gibt es auch verstörende Bilder, aber ich finde, diese Bilder muss man sehen, damit man weiß, wie die Realität aussieht. Hell yeah, absolutely. Bund prüft sämtliche Palästinenserhilfen. Was gibt's da noch zu prüfen? Kein deutsches Geld mehr für diese Barbaren. Hätte nicht gedacht, dass ich mit der Blöd mal einer Meinung bin. Und Deutschland stellt Zahlung an Palästinenser ein. Bravo. Und nach Hamas-Angriff auf Israel setzt die EU auch die Zahlung an die Palästinenser aus. Genug der ernsten Worte. Jetzt wird's lustig.
Schönen guten Abend. Frau Schulze, die Zahlen gehen leicht nach unten. Woran hat das gelegen? Ist das einfach der Abwärtstrend der Grünen aus Berlin, die ganzen handwerklichen Fehler? Oder haben Sie auch hier in Bayern Sachen nicht richtig gemacht? Also erstmal möchte ich festhalten, dass es ein sehr intensiver und auch harter Wahlkampf war. Und nach den ersten Prognosen werden wir Grüne unser zweitbestes Ergebnis in der Geschichte der bayerischen Grünen einfahren. Großartig, wie wir jetzt Mehrheit fordert, Faeser Rücktritt. Oh, wählt hier die große Verliererin und jetzt die Kommentierung darunter. Und tschüss, Nancy Faeser, ja, ganz genau. Aber Humor haben die Sozen, ne? Danke, Nancy. Und natürlich auch danke, Florian, der andere Volksversager. Oh, ich konnte nicht helfen, die Linksradikale. Doch, konntest du. Du hast doch maßgeblich dabei geholfen, die SPD da völlig hinzurichten. Wahldebakel. Oh, der Faeser-Absturz. Aber sie will Innenministerin bleiben. Natürlich. Ich bin einmal weg, ausgefäsert. Und verdammt, ich hätte den Love Priest nicht anzeigen dürfen. Nancy Faeser, Linksextremistin. Und es hat einem wirklich gerade das Herz zerrissen. Für uns ist klar, und das will ich auch in aller Deutlichkeit sagen, das Wahlergebnis ist sehr enttäuschend, was auch sonst. Wir haben uns erhofft in diesem Wahlkampf, dass wir eine Landesregierung anführen können. Wir sind leider mit unseren Themen. Nein, nicht wir, du! Leider überhaupt nicht durchgerungen. Gebärbockt. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Und deswegen ist es ein sehr enttäuschendes Ergebnis. Ich möchte aber auch sagen, wir gewinnen Wahlen gemeinsam und verlieren sie gemeinsam. Ja, böse Zungenmuckel, die hast du also maßgeblich alleine verloren. Das wird doch lustiger. Der 50.000 Euro monatlich Baum der SPD. Und ich habe Straßenmusik gemacht. Ich möchte aber einen Aspekt des gestrigen Wahlabends hervorheben, der uns alle wachrütteln muss. Oh, welcher ist das, dass die Sozialistische Einheitspartei immer noch insgesamt so viel Stimmen gekriegt hat? Die Zugewinne der AfD, die in Hessen zweitstärkste und in Bayern drittstärkste Kraft geworden ist, ist für Deutschland katastrophal. Oh, halt deine verdammte Klappe! Wir müssen den Menschen, wir müssen Wählerinnen und Wählern klar machen, was die Politik der AfD für unser Land bedeuten würde. Ja, dass es endlich mal wieder aufwärts geht hier, wenn wir so zungmunkeln. Eine Verhetzung gegen die vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die unser Land mit aufgebaut haben. Und von denen ja viele die AfD wählen, würde ich gestrig auch behaupten. Keine Zuwanderung nach Deutschland, die wir so dringend benötigen, um die vielen offenen Stellen zu besetzen, in den Kitas, in der Pflege, in den Unternehmen der Gastronomie, bei Dienstleistern etc. Meint er die Fachkräfte dort aus Neukölln? Die AfD ist eine Gefahr für unsere Demokratie, aber sie ist auch eine Gefahr für unseren Wohlstand, für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Kaum zu glauben, es wird noch besser. Wir haben eine Situation insgesamt im Land, dass die Menschen sehr erschöpft sind und veränderungsmüde. Ist alles Satire, oder? Und deswegen auch sehr leicht auch auf die einfachen Antworten, die scheinbaren Antworten, die eben die Rechtspopulisten dort geben, eingehen. Und das hat uns in Schwierigkeiten gebracht. Wenn wir uns anschauen, wie hoch die Zustimmung zu den Rechtspopulisten sowohl im einen wie im anderen Bundesland sind, dann ist es schon erschreckend. Und da haben wir auch als Gesamtgesellschaft was zu tun. Verdammt sein soll dieser Bastard. Nein, Stefan, die Gesamtgesellschaft wacht langsam auf. Ha, apropos, die nicht. Das sind die Gäste bei Anne Will am 8.10. Also vier Stühle, eine Meinung. Esken, Cem von Grünen, CDU, dann so eine SPD-Wissenschaftlerin und Robin Alexander. Also alle, nur nicht die zweitstärkste Kraft, die AfD eingeladen. Ne? Genau mein Humor. Und hier übrigens, das ist diese Nicole Dettelhoff da. Und die war übrigens Mitarbeiterin bei so einem SPD-Bundestagsabgeordneten. Das
ist unfassbar. Aber hier die Superdemokratin, unsere Führerin oder nee, Führer Stefan, Baum der SPD, der uns allen jetzt wirklich sagt, wer da was Demokratie bzw. ein Demokrat ist oder sein darf, verdammt nochmal die Main Story. It's Showtime! Eine von vielen Main Stories, aber wir lauschen jetzt gespannt Stefan Esken. Aber ich bitte Sie trotzdem, das nicht zu sagen. Aber Sie sind ja nicht die Journalistin. Nein. Schauen Sie, Sie kommen wieder ins Semantische. Ich bitte. Das ist wieder, wer hat nach Vornamen gefragt? Ist es demokratisch oder nur demokratisch gewählt? Ich habe gar nicht davon gesprochen, was ich gesagt habe, sondern ich habe Terminologie. Sie sollten es nicht sagen. Sie sollten nicht sagen, die AfD ist eine demokratische Partei. Das sollten wir nicht sagen, weil es nicht stimmt. Du bist ja nicht normal, du Idiot. Und jetzt steigen wir noch ein bisschen in die lustige Wahlnachbereitung ein. Sinidos hält am Wahlschlamm in Hessen an der Linksextremistin Faeser fest. Daran kann ich mich nicht erinnern. Du Kuh, auch Kevine Kühnert spricht dem Faeser klar den Rückhalt als Ministerin aus. Hat man damit nicht der Innenministerin geschadet und kann sie sich überhaupt noch als Bundesinnenministerin halten? Mit dem heutigen Tag haben die Menschen in Hessen eine Entscheidung darüber getroffen, wie sie im Land künftig regiert werden wollen. Es war keine Volksabstimmung. SNS-Vokabular, ist ein Nazi-Begriff. Ist ein Nazi-Begriff. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk. Und darüber, wie die Arbeit der Innenministerin Nancy Faeser bewertet wird. Genau, auf Bundesebene ist die super geil und voll beliebt. Nein. Wir stehen zu Nancy Faeser, und zwar aufgrund der Bilanz, die sie vorzuweisen hat. Sie hat nach Jahren eines verfahrenen Asylstreits in Europa entscheidend dazu beigetragen, dass hier endlich Dinge vorangehen, dass wir Ordnung ins europäische Asylsystem kriegen. Und sie wird leidenschaftlich verachtet und gehasst von Rechtsaußengruppen in dieser Gesellschaft, weil wir endlich eine Innenministerin haben, die gegen diese Leute hart ankämpft. Und die werden wir auch weiterhin brauchen. Du solltest doch mal in der Klapsmühle anrufen, ob nicht dein Platz frei ist. Denn sie haben die blauen Balken gesehen, die steigen hoch an diesem Wahlabend. Und viele Menschen im Land machen sich auch Sorgen, aber nicht vor Überfremdung, sondern davor, dass der rechte Rand hier immer stärker wird. Was darf's so Tiere? Aber nochmal. Kühnig spricht Faeser klaren Rückhalt als Ministerin aus. Herr Kühner, nach einer Nacht drüber schlafen, was ist das Bitterste an den beiden Ergebnissen bei den Landtagswahlen gestern? Der letzte Platz in Bayern, das schlechte Abschneiden der Spitzenkandidatin und Innenministerin oder dass Sie in beiden Fällen deutlich hinter der AfD liegen? Wahrscheinlich Letzteres mit am meisten, aber es ist eine Mischung aus allem. Das ist kein schöner Wahlabend für uns gewesen, das ist hinter unseren Erwartungen. Der erfolgreiche Callcenter-Bonser hinter den Erwartungen geblieben, scheint folgender Gentleman intellektuell wohl auch. Kackberg Köktürk, Kannberg, arbeitet bei ZDF Magazin Royal. Der hat herausgefunden, sogar die Jugend ist Fascho, au nacko, hier bei der Wahl da in Bayern. Aber so haben die 18 bis 24 übrigens gewählt da, ne, bei der Landtagswahl. Oh, AfD, 18%. Also die Jugend ist doch nicht ganz verloren, ne? Wird ewig gestern gemunkelt. Aber Hochrechnung Wählerwanderung, also die Arbeiter haben langsam kapiert, dass sie da komplett verarscht werden. Aber die, komm her. Alice Weidel, Frau Dr. Weidel, die piert so einen kleinen Bubi-Journalisten, aber sowas von. Das schauen wir natürlich auch nochmal genüsslich rein. Alice Weidel ist bei mir, eine der Bundessprecherinnen, eine der beiden der AfD. Frau Weidel, Sie haben eben in Ihrem ersten Statement schon gesagt, Sie sind extrem stolz auf Ihre Partei hier in Hessen, auf den Ausgang dieser Wahl. Was genau macht Sie so stolz daran? Das können doch nur Idioten fragen für meine Begriffe. Ist natürlich ein Rekordergebnis in Hessen und Bayern für uns. Ja, ist ein ewig gestriger. Jetzt kommt das ganze Blablabla. Danke an die Spitzenkandidaten. Aber jetzt kommen wir zum Eingemachten. Und ja, also insgesamt fühlt sich das sehr gut an. Aber noch viel besser ist, dass wir deutlich mehr Wähler überzeugen konnten von unserer freiheitlichen Politik. Und auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch das Phänomen bei diesen Wahlen, dass es eine sogenannte Denkzettelwahl gegen die Ampelregierung gewesen ist, die ja wirklich nachweislich Politik gegen die eigene Bevölkerung betreibt. Bravo! Bravo!
Was macht man jetzt aber mit so einem Ergebnis? Am Ende könnte es ja sein, dass es eins ohne Wert ist, weil die AfD trotzdem keine Möglichkeit bekommen wird, Regierungsverantwortung in Hessen zu übernehmen. In Bayern genauso nicht. Ist ja nicht normal, du Idiot. Sprich, ich höre mir den ganzen Schwachsinn erstmal an. Wir haben in der Tat das Phänomen dieser sogenannten Brandmauer, die aufgezogen wurde von der CDU. Ich glaube aber langfristig, dass sich die CDU selbst damit ein Bein stellt, weil sie sich eine wichtige strategische Option einer Mitte-Rechts-Koalition verbaut. Ja, nicht nur das. Wer die Merkel-Partei wählt, wählt Grün. Hier, Boris Rhein, Grüne, erste Ansprechpartner für CDU in Hessen. Und wir vergessen ja nicht den Experten. Messergriff und Migration, kein Zusammenhang. Vollidiot. Das mag vielleicht jetzt bei diesen Wahlen noch klappen. Spätestens im nächsten Jahr, wenn wir die Landtagswahlen haben in Ostdeutschland, wird das nicht mehr funktionieren. Ja, kleiner Einwand und Einschub. Mitteldeutschland. Und ich glaube auch, wenn da sich die Bundesspitze in der CDU sich weiter verweigert, dass denen die Funktionäre von der Fahne gehen in Ostdeutschland. Das lässt sich nicht durchhalten. Mitteldeutschland. Weil es ja eben auch eine Ausgrenzung von Millionen von Wählern ist, was ja an sich schon undemokratisch ist. Ja, aber das interessiert doch diese Superdemokraten nicht. Sie sollten es nicht sagen. Sie sollten nicht sagen, ja, glauben Sie, wenn ich sage, die AfD ist eine demokratische Partei. Das sollten wir nicht sagen, weil es nicht stimmt. Wie sehr hat Ihnen, also Ihrer Partei, jetzt bei diesen beiden Landtagswahlen in die Karten gespielt? Sie haben eben gerade gesagt, eine Regierung, die an den Menschen vorbeigeht. Die Streitereien auf Bundesebene auch innerhalb der Ampel? Ich finde, dass Ihre Fragen ziemlich sinnlos sind. Das hat natürlich dazu beigetragen, dass die Menschen uns gewählt haben. Wir haben uns ganz klar positioniert als freiheitliche Partei, eben die Freiheit der Menschen bewahren möchte, vor allem auch die unternehmerische Freiheit, die persönliche Freiheit. Und das, was hier gemacht wird, das ist ja eine reinste Verbotspolitik auf allen Politikfeldern. Fangen wir an mit dem Verbrennermotorverbot, mit dem Verbot von Kernkraft, dann mit dem Verbot von Heizungen, dass sich die Menschen nicht mehr frei aussuchen können, welche Heizung sie da reinschrauben. Ganz im Gegenteil, sie müssen sie rausreißen, sie haben Sanierungsbedarf, niemand will das. Dann will niemand diese Genderpolitik und die Leute haben die Nase voll von dieser völlig ungesteuerten, unverantwortlichen, unkontrollierten Migrationspolitik. Well done. Die in unverantwortlicher Weise, ich will es nochmal betonen, hier seit einem Jahrzehnt betrieben wird, ohne Lösung, ohne Fahrplan auf dem Tisch. Und das ist eines Industriestaates überhaupt nicht würdig. Und wir schmieren ja auch im internationalen Vergleich ab. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, unter anderem auch aufgrund der horrenden Energiepreise. Yes! Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass wahrscheinlich niemand mit Ihrer Partei koalieren möchte. Wenn das Kind allein im Sandkasten sitzt und keins mit ihm spielen möchte, dann müsste sich das Kind vielleicht ja auch an die eigene Nase mal fassen und fragen, warum ist das so? Gehört das bei Ihnen eigentlich auch zum täglichen Geschäft, dass die AfD sich selbst hinterfragt und darüber nachdenkt, warum mit ihr keiner koalieren möchte? Oh, dämlicher geht's ja nun wirklich nicht mehr. Das ist ja schon absolut zum Fremdschämen. Ja gut, ich meine, das ist ja diese Maßgabe von der Alt-CDU, dass keine Partei rechts von der CDU, CSU akzeptabel ist. Nun ist sie nun mal da. Die Alternative für Deutschland ist jetzt seit 10 Jahren dort und wir manifestieren uns ja auch in den Umfragen. Und natürlich, spätestens wenn es zur Koalitionsverhandlung geht, geht es ja auch immer um Kompromisse. Und spätestens dann werden wir auch uns an einen Verhandlungstisch setzen und einige Positionen verhandeln müssen. Aber ich kann Ihnen gleich sagen, Kernpositionen der AfD sind für uns natürlich unverhandelbar. Alice Weidel, die Co-Bundessprecherin der AfD. Vielen Dank für das Gespräch. Fick dein Leben, du egoistischer Bastard. Dankeschön. Du frecher Bubi, wird sich da wohl gedacht haben, ne? Jo, was hat sich eigentlich der Baby-Weidel gedacht, ne? Hier dieser Bubi von der CDU. Auch für Menschen, die keinen Asyltitel kriegen? Das können doch nur Idioten fragen, für meine Begriffe. Also wir arbeiten ganz klar daran, dass das Bürgergeld in der jetzigen Form abgeschafft wird. Es gibt kein Fordern mehr. Es gibt nur noch ein Fördern. Ich höre es jeden Tag. Ich habe heute noch mit jemandem aus dem Jobcenter gesprochen, der mir gesagt hat, es gibt zwar eine Vereinbarung zwischen dem Staat und demjenigen, der Bürgergeld bekommt, aber die ist völlig haltlos. Ja, das ist ein Rechtsradikal, ein Dissident, den muss man doch aus diesem Jobcenter da rausholen, abführen! Völlig unverbindlich.
Bei den Sprachkursen ist es in Deutschland so, du musst irgendwie 3 bis 5 Monate warten, bis du einen kriegst. Dann dauert es nochmal 4 bis 5 Monate, bis die Träger sagen, ob man teilgenommen hat oder nicht. Ja, ist ja völlig rechtsradikal. Gib ihnen sofort die Kohle plus ein Familienhaus, AMG, Jahreswagen und ein paar Chicas. Also in welchem Land leben wir? Im Shithole Germany, das die Abrissbirne Germanys, Angela Merkel, die ihr die ganzen Jahre gestützt habt, uns so hinterlassen hat. Da müssen wir durchgreifen und ich bin der Meinung... Moment mal, durchgreifen, ist das schon NS-Vokabular? Wir brauchen ein System ähnlich wie in Dänemark, die Sozialdemokraten das machen, dass man nach 3 bis 6 Monaten einen Job angenommen haben muss, wenn man arbeiten kann. Wie, wenn man arbeiten kann? Die sind traumatisiert. Diejenigen, die nicht arbeiten können, brauchen die volle Unterstützung. Okay. Und wenn man den Job nicht annehmen will, dann muss man gemeinnützig tätig sein. Wir werden das ist über Solidarität das und Subsidiarität. Thema noch. Das ist ja widerlichster AfD-Sprech. Und wenn man Rechtsradikal hinterherläuft, macht man es nicht besser. Macht man sich selbst zu einem Rechtsradikal, ne? Du Linnemännchen. Absolut. Jetzt kommen wir zum großen, grausamsten Versagen der nigerianischen Scheißhausexpertin. Deswegen nochmal die Frage, warum setzen Sie nicht wie andere Staaten auch Militär ein, Militärmaschinen? Wie man sieht, ist diese Frage schon für das rhetorische Stalingrad intellektuell viel zu hoch. Weil wir angesichts der Situation, dass wir viel, viel mehr Menschen rausholen müssen, können wir nicht eine Militärmaschine schicken. Deswegen haben wir uns zuerst um Kinder und Jugendliche gekümmert, die ohne Eltern da waren. In so einer Situation muss man angesichts der Zahlen Prioritäten setzen. Moment, jetzt verstehe ich nicht ganz. Sie sagen, Sie müssen so viele herausholen und deswegen können Sie einfach gar nicht richtig anfangen, etwas zu tun. Das doch, kann auch nicht der richtige bei, Sinn nein, 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 sein. Doch, würde ich jetzt darum bitten, gerade in so einer Krise jetzt nicht plakativ einem das Wort im Mund umzudrehen. Wir haben priorisiert und angefangen bei den Kindern und Jugendlichen. Einige wurden über Island ausgeflogen, andere sind nach Jordanien mit dem Bus gebracht worden, von dort ausgeflogen. Wir haben mit den unterschiedlichen Chartergesellschaften gesprochen, dass die ihre Ticketsbuchung umleiten über andere Länder. Okay. Und wir sind mit Hochdruck dran, dass die deutschen Airlines wieder fliegen. Dass das die haben deutschen wir verstanden. Airlines eingestellt haben, Baerbock, anders als andere das haben Airlines. Wir verstanden. Aber der das Punkt hat uns ist, dass wir besondere Herausforderungen absolut, gestellt. Das verstehen wir total. Uns erreichen allerdings auch die ganze Zeit Nachrichten von flehenden Deutschen, die zum Teil am Flughafen sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. Ich frage deswegen noch einmal, an den Einsatz der Bundeswehr ist zur Evakuierung nicht gedacht, korrekt? Wir haben Evakuierungsflüge mit anderen Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Wir haben durch die Krisenhotline diejenigen, die am Flughafen sind, konnten sich bei und an uns wenden. Flugverbindungen vermittelt. Man musste dann umsteigen bei einigen Strecken. Ich verstehe, dass das eine furchtbare Situation ist. Aber wenn Sie 100.000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren, wo Sie anfangen. Und das Effizienteste war es für uns, die Ticketverbindung direkt dann zu buchen, bei anderen Airlines mitzufliegen, als die Option, die Sie jetzt dargestellt haben. Du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Sagt die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. Frau Baerbock, vielen Dank. Hier der israelische Botschafter, das Merkel-Gewächs, Steffen Seibert. Übrigens, was für ein Kennzeichen hat der da? DSS1? Also ich weiß es nicht. Flüge von Israel. Sollte Ihr Flug aus Israel gestrichen werden, fahren Sie nicht zum Flughafen. Kontaktieren Sie Ihre Fluggesellschaft, TUI, ne? Und zu prüfen, wie ein anderer Flug angeboten wird. Und ansonsten nichts als Schulterzucken übrig. Was weiß man denn über die Situation der Geiseln in Gaza? Darunter sollen ja auch Deutsche sein. Jetzt sind wir mal auf die profunde Antwort gespannt. Ja, man weiß leider sehr, sehr wenig. Und das macht natürlich die Situation für die Angehörigen in dieser Ungewissheit noch viel grausamer. Ach so, weise Worte. Wir sprechen viel mit den Familien. Es sind ja auch Familien von israelisch-deutschen Doppelstaatlern dabei, die nicht wissen, ob ihre Angehörigen jetzt dorthin verschleppt wurden. Und wenn ich ehrlich bin, wir können ihnen nicht viel Trost geben. Wir können nur sagen, und das ist so, dass unsere deutschen Behörden sehr eng mit den israelischen Behörden zusammenarbeiten, in Kontakt stehen. Oh, das ist doch schon mal beruhigend.
dass es natürlich diplomatische Bemühungen gibt, auf Umwege über vielleicht auf Hamas einzuwirken. Ja, kann man da nicht so einen Thilo Jung einsetzen? All right, guys, this is about to be the episode with our friend from Hamas. He's the leader. And, you piece of shit! Hey, und auch der Kuhscheißestapler hatte mal wieder seine 5 Minuten Ruhm. Es gibt, wenn ich das sagen darf, einen, aber in Deutschland meiner Ansicht halt nach, neu, eine Logik dahinter, die man erkennen muss. Der rechte Populismus arbeitet so, dass er zentrale gesellschaftliche Debatten, und das war das Heizungsgesetz, das ist heute die Migrationsfrage, das kann morgen die soziale Gerechtigkeit sein oder wie stehst du zur Ukraine oder zu Israel, zentrale gesellschaftliche Debatten so zuspitzen will, dass sie gesellschaftlich unlösbar sind, dass sich die Parteien darüber nicht mehr verständigen können, und zwar die demokratietragenden Parteien, um was zu beweisen? Die Demokratie ist nicht in der Lage, Probleme zu lösen. Oh, aus der Richtung habe ich das noch gar nicht gesehen. Wollen die also alle eine Diktatur? Und deswegen ist das die tiefste Antwort, die man geben kann, ist, wir brauchen Lösungen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Debatten und die politischen Antworten so geführt werden, dass keine gesellschaftlichen Lösungen da sind. Denn das gibt dem Rechtspopulismus den Schub, den er immer braucht. Also übersetzt, wenn wir Totalversager ein ganz bisschen abgeliefert hätten, dann wäre so ein Höhenflug gar nicht erst da, oder what? Also denken Sie an die E-Mobilitätsprämie, den sogenannten Umweltbonus. Und jetzt hören wir den bescheidenen, aber sehr gut informierten Kinderbuchautor. Ob Sie sich ein E-Mobil für 100.000 Euro kaufen und selber 200.000 Euro im Jahr verdienen oder ist bei der Förderung ein ganz kleines Auto sowieso, und für 30.000 Euro, wenn es sowas gibt. Ganz kleines Auto für nur 30.000 Euro, wenn es überhaupt sowas gibt. Kenne ich mich doch nicht wieder aus. Ich fahre nur in dicken Karossen. Und ganz wenig verdienen. Sie kriegen die gleiche Förderung. Voll Idiot. Und jetzt sehen wir hier den betroffenen, Fischbrötchen-mampfenden Senilus. Liebe Freundinnen und Freunde in Israel, wir trauern und wir bangen mit euch. Daran kann ich mich nicht erinnern. Unsere Herzen sind schwer angesichts des großen Leids, das Terror, Hass und Menschenverachtung über euer Land, über Israel gebracht hat. Ja, inmitten dieser schlimmen Zeit futterte Senilus erstmal mit dem Gilflava schön Fischbrötchen. Hier, zusammen weggeputzt. Oh Gott, das könnte auch so ein Titel von so billigem Porno sein, ne? Zusammen. Oh Gott. Das ist übrigens nicht der transsexuelle Dolmetscher von Senilus, denn bei den Göttern, das scharfe Schnittchen, ist seine Frau. Jetzt verstehen wir auch einiges möglicherweise besser. Muss man den Leuten sagen, ihr seid die Allerbesten, alle anderen sind Idioten. Das ist doch der Richtige. Also erst einmal, dass sich der Bundeskanzler mit Friedrich Merz und den beiden Führern der A- und B-Länder, das sind jeweils die SPD- und CDU-geführten Länder, trifft. Bitte, what? Führer? Das ist doch NS-Vokabular. Hühnerzüchter, wer den Tod von Juden feiert, muss raus. Ja, aber das hat er so nicht gesagt. Diejenigen, die wir entweder nicht haben wollen, weil sie sich nicht anpassen wollen, weil sie Verbrecher sind. Das ist doch ein Rechtsextremist. Weil sie den Tod von Juden in Israel, in Deutschland feiern. Ja. Die müssen dann eben aber auch abgeführt werden, sofern das geht. Und das ist auch richtig. Die müssen abgeführt werden? Das ist dann nicht mehr zu fassen. Apropos ein Gesicht zum Abführen. Der Breitmaulfrosch. In Deutschland ist kein Platz für Antisemitismus oder die Unterstützung von Terror. Ja, aber Leute wie du haben doch diese Menschen überhaupt erst importiert, würden ewig Gestrige munkeln. Am Samstag haben wir furchtbare Nachrichten aus Israel bekommen. Ja, das war wirklich auch ein Gesicht, das echt nur die eigene Mutter lieben kann. Dass es in Deutschland Leute gibt, die das feiern auf unseren Straßen, das macht einen fassungslos. Ach, pappalapapp, Leute wie du haben überhaupt diese ganzen Leute hier doch erst hingeholt, ne, wenn böse Zungen munkeln. Aber das Versagen nimmt weiter seinen Lauf. Verbockus. Kinders Warnhinweis, zurück den Show genießen. Nichts für schwache Nerven. Wir haben und werden in der Sendung jetzt Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, zuhören, die sich morgen auf den Weg nach Israel macht. Tja, inmitten der ganzen Krise setzt sie sich noch in eine Talkshow erst. Wir waren mit einer Dimension konfrontiert, mit Tausenden von Menschen, wo wir eben nicht zwei Bundeswehrflieger schicken konnten und dann wären alle raus gewesen, sondern es waren... Du bist so bescheuert. Boris Pistorius hat
Unterstützung angeboten. Er hatte angeboten, dass die Maschinen eben auch Militärmaschinen zur Verfügung stehen. Das haben Sie offensichtlich abgelehnt. Warum haben Sie es nicht angenommen, um die Situation zu entschärfen? Also nochmal bitte ich darum, jetzt nicht Dinge in einen Topf zu werfen. Boris Pistorius und ich sind in engsten Austausch. Du bist zu schlau für die meisten Leute. Also Sie hatten gefragt am Anfang, wir waren mit einer Dimension konfrontiert. Konfrontiert? Hicks! Wo wir rund 100.000 deutsche Staatsangehörige, Doppelstaatler vor Ort haben. Deswegen haben wir in dieser Situation alles ausgelotet, was geht, priorisiert. Ja. Erst die Schulklassen, das heißt Kinder, die ohne Eltern da mal rauszubringen. Jetzt dreht sich um Kopf und Kragen. Zum Teil mit Bussen nach Jordanien, zum Teil mit Flügen. Zum Teil mit Flügen? Hicks! Über Island zugleich haben wir allen Deutschen, die sich eingetragen hatten, in unsere Krisenliste Elephant. It is said charity begins at home. And for these young orphaned elephants. Deutlich gemacht, wo es freie Plätze auf kommerziellen Flügen gibt. Die sind dann rausgeflogen worden. Oder auf den Rücken von Elefanten rausgetragen worden. Genau diese Schulklassen, die Sie, ich will das nur formulieren, die Sie priorisiert haben oder angeblich priorisiert haben, die beklagen nun bitter, dass leider das Außenministerium da überhaupt keine Hilfe war. Dass es entweder den Lehrern oder anderen internationalen Hilfsorganisationen zu danken war, dass sie über Busse dann Flughäfen und privat bezahlte Flieger erreichten. What? Oh, what a shame. Und das ist nicht, also das ist jetzt nicht nur eine Schulklasse. Wie erklären Sie sich das, dass ausgerechnet die, die Sie priorisieren wollen, also Mütter und Kinder, Schulklassen, dass die den Kopf schütteln und sagen, das ist leider nicht der Fall. Da haben uns Isländerinnen geholfen und es standen zum Glück irgendwie andere Menschen. Diese Hotline war ununterbrochen besetzt, 300 Mal angerufen. Da guckt das verbale Außenmassaker immer sparsam aus der Wäsche. Hohe Telefonrechnungen. Was sagt die Bundesaußenministerin da? Ja, und auf die Antwort sind wir mal gespannt. Also, stimmt alles nicht? Über Einzelfälle und auch Frustration von Menschen, die am Flughafen stehen und nicht sofort weggekommen sind, das kann ich total verstehen. Bitch, shut up! Einzelfälle und Frustration. Aber ich weiß auch, was die deutsche Botschaft vor Ort von Tag 1 an gemacht hat. Du bist als Opfer geboren. Ist dir das bewusst? Und gerade mit der isländischen Außenministerin war ich im Kontakt, damit die entsprechend auch Schulklassen mitnehmen konnten auf den Flügen. Du hast ja ein Vakuum umhört, du Amöbe. Also das heißt, all das muss im Hintergrund ja vorbereitet werden. Du müsstest dich mal selbst hören, du dumme Sau, du! Aber es ist immer so, dass es Einzelfälle gibt, wo manche dann zu Recht auch sagen, das ist nicht schnell genug gegangen. Hey, halb so schlimm. Im Jahr 2021 wurden Flugzeuge der Bundeswehr eingesetzt, um Ortskräfte aus Afghanistan auszufliegen. Im Jahr 2023 erfüllt die nigerianische Scheißhaus-Expertin Ausreden, weil sie keine Flugzeuge der Bundeswehr nach Israel geschickt hat, um Almans zu holen. Du dumme Sau, du! Aber für Baerbockus fliegt die Lustwaffe. Für deutsche Staatsbürger nicht. Und Baerbockus Evakuierungsdebakel. Wer auf die Regierung vertraut, wird im Stich gelassen. Ausharren unter Sirenen. Komplizierte Ausreise aus Israel. Almans können Sonderflüge nicht buchen. Sie wollen nach Deutschland? Bitte nehmen Sie den Bus nach Jordanien. Ihr Auswärtiges Amt. Doch das Außenministerium hat noch ein Ass im Ärmel für die deutschen Staatsbürger. Man könnte entweder bei den Italienern mitfliegen für 350 Euro oder man fliegt von Jordanien am Sonntag mit zwei Sonderflügen. Diese sind bei Condor für schlappe 290 Euro erhältlich. Aber für die Reise nach Jordanien im fehlt das Baerbock-Ministerium den Bus. Und bitte Bargeld für die Ausreise der Grenze nicht vergessen. PS, ein Visum für Jordanien benötigen Sie auch. Yes! Und der krönende Abschluss. Baerbockus nächstes Evakuierungsdebakel. Liebe Landsleute, die geplanten Lufthansa-Flüge werden nicht stattfinden. Aber, oh, Eilmeldung. Außenministerin Baerbockus im Schutzraum. Raketenalarm Tel Aviv. Lass die da drin für die nächsten 10 Jahre. Oh, Schluss für heute. So viel Schmerzensgeld kann man ja gar nicht zahlen. Also, bis zum nächsten Mal.
weiter Vollgas Richtung Regenbogen. Wenn ihr mir jeden Aspekt mit besinken. Love. Peace, Anamini. Man sieht sich und bis bald.